Zuerst müssen wir das Ganze ein bisschen zusammenbasteln. Wir brauchen insgesamt nur zwei Linien. Das heißt, wir nehmen uns einen Loom, bauen den auseinander, sodass wir die vier Teile einzeln haben. Und müssen sie dann wieder zusammenstecken, sodass wir zwei Reihen haben. Und dass die zwei Reihen doppelt so lang sind wie eine normale Reihe. Das Ganze wird ganz normal aufgebaut wie ein normaler Loom. Quasi nur, dass wir statt vier nur zwei Reihen haben. Haben wir die eine Seite zusammengesteckt, tun wir das Ganze nochmal verlängern. Wie gesagt, so dass wir zwei Reihen haben, aber doppelt so lang. Wichtig, immer doppelt, also immer zwei Loombinder verwenden. Wir benötigen für das Armband drei verschiedene Farben. In meinem Fall habe ich als erste Farbe gelb ausgewählt. Und wir spannen die erste Farbe vom ersten unteren zum zweiten oberen und die zweite Farbe vom ersten oberen zum dritten unteren. Dann nehmen wir die dritte Farbe und spannen die vom zweiten Stift unten zum dritten Stift nach oben. Das Ganze wiederholen wir jetzt mit der gelben Farbe. Und spannen die gelbe Farbe wieder auf die andere gelbe Farbe und dann zum nächsten Stift nach unten. Und das Ganze wiederholen wir wieder mit der rosanen Farbe. Vom rosanen Stift unten zum nächsten Stift nach oben. So muss das Ganze dann aussehen. Und dann machen wir weiter mit dem lilanen. Vom lila zu lila zum nächst unteren. Und dann geht es wieder weiter mit gelb. Wir legen das gelb auf den gelben und auf den nächst oberen. Und das Ganze machen wir dann bis zum Schluss immer dasselbe Muster, immer dieselbe Reihenfolge, bis ganz hinten einmal durch. So, haben wir das geschafft, können wir dann auch mit dem Loomen anfangen. Dazu drehen wir uns das Loom einmal um und beginnen dann von der letzten Seite, wo wir aufgehört haben. Dazu nehmen wir uns dann ein Band in derselben Farbe, wie der Stift oben drauf hat. In dem Fall ist es lila. Wir spannen den Gummi einmal von oben nach unten und halten das Gummi einfach fest. Wir tun es nirgendwo drauf, wir halten es nur fest und nehmen dann das gelbe Gummi und ziehen es auf das andere gelbe Gummi. So, jetzt können wir das lilane Gummi festmachen, was wir jetzt noch in der Hand haben.
Wir nehmen jetzt das lilane Gummi und tun es auf den nun freien Stift nach unten legen. Und zwar das lilane Gummi, was wir gerade noch in der Hand hielten, kommt auf den Stift nach unten. Einmal von oben auf den Stift nach unten und einmal das, was wir in der Hand haben, auch nochmal auf den Stift. Als nächstes fangen wir wieder an mit den lilanen und loomen das aufs andere lilane. Dann geht es weiter mit dem roten und loomen das zu dem anderen roten rüber. Und wieder mit dem gelben. Das gelbe Band loomen wir dann zum anderen gelben rüber. Und dann geht es wieder von vorne los mit dem lilanen Band. Wir loomen das lilane Band auf das andere lila Band. Und dann kommt das rote wieder auf das andere rote wieder loomen. Und dann macht ihr wieder mit Gelb weiter, auf das andere Gelbe wieder loomen. Und dann das Lilane, auf das andere Lilane loomen. Und das macht ihr bis einmal komplett durch, bis alle Bänder geloomt wurden. Soweit macht ihr das. Schritt für Schritt, Farbe nach Farbe, Reihenfolge nach Reihenfolge. Immer dasselbe Schema, einmal bis ganz hinten durchloomen. So, habt ihr das geschafft? Habt ihr alle geloomt? Dann könnt ihr jetzt anfangen, das gelbe Band, in dem Fall bei mir, das letzte Band, abzunehmen und auf das davorige, auf die untere Reihe zu legen. Und das Ganze macht ihr dann auch noch mit dem zweiten von oben. Macht ihr das Ganze auch nochmal und legt es auch nochmal zu den anderen beiden Farben. Solltet ihr das soweit gemacht haben, nehmt euch wieder ein oder zwei Gummibänder und zieht das Gummiband wieder durch die anderen Gummibänder durch. Da kommt dann unser S-Verschluss dran. Ich habe in dem Fall zwei Gummibänder genommen. Ist einfach stabiler. Befestigt euren S-Clip an die Bänder, an die Schlaufe. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr dann anfangen, das Armband abzuziehen.
habt ihr das Armband abgezogen, befestigt das andere Ende auch noch an den S-Clip. Und dann, wenn ihr alles richtig gemacht habt und alles so gemacht habt, wie ich es euch gezeigt habe, solltet ihr nun dieses doppelbändige Armband haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ihr habt es hinbekommen. Stellt mir eure Fragen, wenn ihr welche habt, in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.